Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr den Druck berechnen könnt. Ja, alles was ihr dafür braucht, ist einmal die Kraft, also F, in diesem Fall ist das hier 200 Newton bei mir, und ihr braucht einmal eine bestimmte Fläche, in diesem Fall ist es bei mir 10 Quadratmeter. Mit diesen beiden Daten könnt ihr den Druck ausrechnen, der darauf lastet. Und zwar braucht ihr einmal die Formel P, P steht für den Druck, gleich F durch A. Und wir haben jetzt hier oben geguckt, F wird immer in Newton angegeben, also haben wir diese Zahl als Kraft definiert. Und A wird immer in Quadratmeter, Quadratzentimeter etc. angegeben, also haben wir diese Zahl hier dafür definiert. Nun trägt man das Ganze einfach dafür ein, also für F, weil es ja in Newton angegeben wird, 200 Newton, und für die Fläche 10 Quadratmeter. Wenn man das dann Ganze ausrechnet, dann hat man den Druck berechnet. Und wenn man das Ganze dann ausrechnet, dann sieht man, dass hier rauskommt 20. Und 20 gibt man aber jetzt nicht in P an, sondern man gibt 20 in Newton pro Quadratmeter an. Also Newton bleibt immer, man schreibt dann Newton. Und kommt immer darauf an, wie die Fläche angegeben ist. Ist die in Quadratzentimeter angegeben, dann heißt es Newton pro Quadratzentimeter. Ist die in Quadratmillimeter angegeben, dann heißt es Newton pro Quadratmillimeter. Aber in diesem Fall ist es Quadratmeter. Und deshalb heißt es Newton pro Quadratmeter. Sprich, der Druck jetzt hier ist Newton pro Quadratmeter. 20 Newton pro Quadratmeter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert doch diesen Kanal, gebt diesem Video einen Daumen hoch. Wenn ihr auch mit hilfreichen Videos Geld vernehmen wollt, dann schaut mal bei Clippel vorbei. Der Link steht natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Tschüss, Leute!